Maria Magdalena Channeling von Lynn Laborde, Kommentar zur Lektion 45 von Ein Kurs in Wundern. Und Lektion 45 heißt: Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Ich grüße euch, Geliebter. Gott ist in der Tat der Geist, mit dem ihr denkt. Und Gott ist in der Tat die Augen, mit der ihr schaut, mit der ihr die Schau habt. Und Gott ist in der Tat das Herz, mit dem ihr liebt. Du hast in der Tat den Geist Gottes und du erschaffst in jedem Moment. Es gibt Gedanken, die du denkst, die im Einklang und in Harmonie mit dem Geist Gottes sind. Und dann gibt es die Gedanken, die du denkst, wo du in Einklang und Harmonie mit dem Ego bist. Das Ego selbst hat sich getrennt von den Gedanken der Göttlichkeit und der Schöpfung. Und die Gedanken der Quelle selbst. Erlaubt euch heute, ihr Geliebten, diese Übungszeiten zu machen, indem ihr nach dem Geist sucht, der euch erschaffen hat und ihn findet. Und der Geist, in dem ihr seid. Und lasst die Illusionen und die Wolken und die Dunkelheit wegfallen. Und findet das, was ihr sucht. Erlaubt euch selbst, den Geist Gottes zu finden. Und der sich in eurem Inneren befindet. Gott wartet, so wie wir alle hier, auf euch, dass ihr nach Hause kommt, Geliebte, und dass ihr euren Weg zurückfindet. Versteht, dass ihr aus den Farben des Regenbogens erschaffen wurdet, ein Lichtspektrum, das wunderbar ist. Und da gibt es Licht, das jenseits dessen ist, was ihr mit euren Augen wahrnehmen könnt. Und in dieser Weise denkt ihr, was ihr sehen könnt und ihr seht, was ihr fähig seid, denken zu können. Ihr werdet gebeten, euch auszudehnen in das Licht, das jenseits dessen ist, was ihr seht, und das wahre Licht im Innern zu finden, die Quelle zu finden, die Quelle eurer Großartigkeit, eure Quelle. Eure Quelle ist, dass euer Geist der Geist Gottes ist. Versteht, dass jeder Gedanke, den ihr denkt, dem ihr Glauben schenkt und was durch den Geist Gottes geht, kann nicht anders als sich zu manifestieren, kann nicht anders als so gemacht sein. Und jedes Bedürfnis, jeden Wunsch, den ihr habt, jede Handlung, die ihr tut, bringt die Schöpfung voran. In Übereinstimmung mit Gott zu sein, und von dort aus zu denken und euch selbst zu erlauben, euch zu erinnern, dass ihr heilig seid, bringt euch aus dem Bereich heraus, in dem ihr glaubt, dass ihr ein Opfer seid, in jedem Aspekt eures Lebens. Und es bringt euch raus aus dem Eindruck, dass es irgendeinen Teil von euch gibt, der Effekt von irgendetwas sein könnte, von irgendeinem Umstand, von irgendeiner Überzeugung und irgendeiner Beziehung oder einem Zustand. Wenn ihr euch bewusst zu dem Gewahrsein bringt und dass ihr mit dem Geist Gottes denkt, das bringt euch zu einem heiligen Anblick. Und ihr wisst, dass Gott existiert, wo ihr seid. Und dass du existierst als Gott, für Gott, durch Gott, mit Gott. Das ist eine bemerkenswerte Lektion. Sie bringt dich zum Reich der Schöpfung. Also geht da hinein, Geliebte, und erlaubt euch selbst, den Ort, wo Gott in euch existiert, zu finden. Sucht im Geist, sucht nach dem Geist, der euch denkt. Werdet euch bewusst, wie ihr euren Geist benutzt. Und das wird eure Wahrnehmung vollständig verändern und anheben. Von allem, wo ihr wusstet, dass es wahr ist, dass es wirklich ist. Wenn ihr euch grüßt, grüßt euch mit dem Geist Gottes. Schaut nach dem Guten im Anderen, schaut nach ihrer Perfektion. Wenn ihr euch selbst im Spiegel begrüßt, erlaubt euch selbst das Gute und die Ganzheit zu sehen, die ihr seid. Erlaubt euch selbst, die Liebe zu sehen, die ihr seid. Und wisst, dass ihr tatsächlich mit dem Geist Gottes erschafft, weil er ist, was ihr seid. Ihr seid ein Gedanke im Geist Gottes und als solcher wurde euch das gleiche Bewusstsein verliehen.
Euch wurde der Geist des Schöpfers gegeben. Ihr denkt mit diesem Geist, ihr liebt mit diesem Geist. Wenn ihr die Macht eures Geistes kennen würdet, wenn ihr wirklich verstehen würdet, dass jeder Gedanke, den ihr denkt, manifestiert, Geliebte, dann wäret ihr achtsamer in eurem Denken. Also erlaubt euch heute selbst zu diesem Bereich zu kommen, wo ihr diese Erkenntnis habt. Zu diesem Bereich zu kommen und zu sagen, ah, hier bin ich. Sitze hier eins mit Gott, nutze den Geist Gottes zum Denken, zu erschaffen und nutze die Augen Gottes, um zu sehen und die Ohren Gottes, um zu hören. Erlaubt euch selbst, anders zu hören und anders zu sehen und anders zu denken. Ah, hier bin ich mit dem Herzen Gottes. Und erlaubt euch selbst, ihr Geliebten zu lieben, wie Gott liebt. Und Gott liebt die ganze Schöpfung. Und du musst nicht mehr länger irgendeine Art von Urteil projizieren, unter keinen Umständen. Und in jeder Situation kannst du einfach sagen, ich liebe alles. Das wäre in der Tat so liebevoll, wie Gott liebt. Und ihr seid wahrhaft ein Segen im Heiligen Geist Gottes. Wenn ihr verwirrt werdet und wenn ihr euch verliert, Geliebte, dann ruft nach uns. Wisst, dass wir sehr erfreut sind, mit euch auf dieser Reise des Erinnerns zu sein, auf dieser Reise eures Geistestrainings, zu wissen, dass ihr tatsächlich zu Hause seid und eins mit Gott. Unser Segen ist auf euch, Geliebter, und wir werden wieder mit euch sprechen.